Ja, hallo Freunde der Spielkultur und willkommen zurück bei Shadow Warrior, wo wir sofort hier die Quarantäne aufheben. Oder? Die tun mir alle ein bisschen Angst. Ich glaube, er sollte eigentlich hier langlaufen und immer an den Scheiben kratzen. Da, zum Beispiel offen. Ich behalte erstmal die Knarre. Aha! Ich laufe einfach hier lang. Nicht die beste Idee. Aber immerhin ist es schön hell. Bam, 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 bam. Ach, Mann, oh. Wisst ihr, was mich eigentlich wundert, dass sie auch so eine Art Seele haben? Auf jeden Fall versuchen sie, diese zu schützen und auch zu überleben. Boah, das Exit ist zugegangen. Also muss ich doch nicht mehr hier lang. Immerhin. Ich hatte auch keine Lust, jetzt die Sachen da zu durchsuchen, wo es so dunkel wurde. Ah, schön. Wir können hier vorne runter und rein. Ob das besser ist als vorhin, weiß ich nicht. This could come in handy. Oh, jetzt muss ich den Quarantänebereich durch, ey. Mit Gasmaske, ey. Ich werd bekloppt. Man sieht dann jetzt noch schlechter. Da habe ich jetzt wieder einen Spaß dran, weißt du? Schlechte Sicht, nichts funktioniert. Na, nichts funktioniert, ist ja übertrieben. Aber ihr wisst, was ich meine. Man muss Angst haben. Call of Duty wird das als super Feature verkaufen, dass man hier eine Gasmaske tragen muss. Und jetzt ganz neu, die super duper geniale Gasmaske. Ach, jetzt müssen wir hier durch das Ding wieder durch, ey. Ach nein, da ist einer von den Dicken, ey. Komm, ich habe jetzt keine Zeit für die ganzen Kleinen. Oh, es gibt ja noch zwei davon, ey. Hilfe! Hilfe! Oh, sehr gut. Mit dem Raketenwerfer kann ich die auch so umnieten.
Kommst du? Put, put, put. Und? Komm, ich hab noch eine für dich. Komm, 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 komm. Kann nicht wahr sein. Ich treffe wahrscheinlich den Punkt nicht genau. Jetzt aber. Boah, was ein Hackmack. Vor allem, warum muss ich jetzt hier die Gasmaske tragen? Das ist echt das Schlimmste. Jetzt ist wieder die Frage, aber ich muss da lang, wo es grün ist gerade wahrscheinlich. Ich dachte mir jetzt wieder in den Quarantänebereich zurück. Ah ne, muss ich doch nicht. Ja, müssen wir mal gucken, wo wir lang müssen. Schön, wenn ich die Gasmaske auch abnehmen könnte zwischenzeitlich. Aber wenn ich mich recht entsinne, bin ich doch von hier gekommen, oder? Ne, da ist ein anderer Bereich, da ist der Weg zurück. Ne, ich behalte die Uzi. Sieht nicht nur nach Babyfürzen aus, es stinkt auch wahrscheinlich so. Das andere Problem wird sein, wo sind die ganzen Monster, die hier drin waren? Secret! Und ein Keks. Thank you, Lu Wang, but your fortune is in another cookie. Wir werden sehen, wo meine Zukunft mich hinführt. Wahrscheinlich in noch viel krankere Abenteuer. Ach so. Ach, wir haben Karma-Punkt noch übrig. Moment. Darum kümmern wir uns doch sofort. Ich glaube, hier waren wir auch fertig. Katana haben wir auch alles. Restoration haben wir alles. Hm. Ja, eher Dämonenherzen finden. Komm, wir machen das hier mit mehr Gold, mit mehr Geld finden. Obwohl Movement wäre auch nicht schlecht gewesen. Egal. Machen wir nächstes Mal. Lasst mich. Good morning, Starshine. And good night. Ich habe keine Lust auf euch, deshalb mache ich euch jetzt alle so platt. So, wer jetzt noch lebt, kriegt Frühstück von mir. Das war's. Jedenfalls für mich erstmal. Dieses Atmen. Dieses Atmen macht mich einfach wahnsinnig, ey. B, Gate 1. Verdammt, das kommt mir bekannt vor. Da will ich nicht hin.
Da waren so viele Gegner. Das ist echt nichts für mich. Nicht. Ah! Wo kamen die denn jetzt her? Auch egal, wo die alle herkommen. Ich habe wohl aus Versehen einen Trigger aktiviert. Was gar nicht so verkehrt ist, weil ich dadurch schon ein paar Gegner ausgeschaltet habe hier. Genau, explodieren an der Kante. Ich bleibe einfach hier in der Ecke stehen. Weil ich keine Lust habe, hier im Nebel gegen die ganzen Viecher zu kämpfen. Ohne Strom, ohne alles. So viel dazu erstmal. Warum kommt eigentlich jetzt die dämliche Musik, ey? Macht mich alles nur total kirre hier und total fettig. Und ich weiß, hier waren überall noch Kisten versteckt in den ganzen einzelnen Räumen. Oh, es macht mich voll psycho. Es macht mich echt voll psycho gerade. Ich habe zwar ein Schwert in der Hand, aber... Warum muss denn noch sowas kommen zum Ende des Spiels hin, ey? Warum? Oh Mann, ey. So, das ist noch zu. Wir gehen mal dahin, wo das Licht ist. Es kann jetzt nicht sein, dass ich hier oben schon wieder was machen muss, oder? Finde den Professor. Ja. Erstmal finden wir hier Secret. Warum muss ich nur sein Auge finden? Ja, hier oben kommen wir jetzt nicht mehr raus. Genau, abrollen, schön gucken. Ja, also doch. Da ist er. Professor Nakamura, I presume. You could come in handy. There you go. I knew you'd get ahead in this business one day. If we survive this, I'm sending you out on the road. They'll love you in Saskatoon. Big comedy town. So, sehr schön. Jetzt haben wir seinen Kopf und können ihn einsetzen, um hier mit dem Augenscanner zu arbeiten.
Sehr schön, ich habe einen Kopf. Oh mein Gott, Skandal. The only thing worse than a friend who tells bad jokes is a friend who tells bad jokes inside your head. Did you just say we were friends? If I killed myself, would it kill you too? Please say yes. Yes. You're lying, aren't you? Yes. Also das war wirklich der beste Dialog, den die bis jetzt miteinander gehalten haben. Was einfach voll gut darstellt, wie unterschiedlich sie sind, aber sie brauchen einander noch. Aber ich werde dann wahrscheinlich auch gegen Hoshi am Ende kämpfen müssen. Ah, da blinkt noch Geld. Nee, noch nicht. Gucken wir erstmal, was hier hinten ist, oder? Oh, much money. Bom, 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 bom. Boah, ich hoffe, ich kann die Gasmaske gleich absetzen. Boah, zum einen, die Musik macht mich echt wahnsinnig. Zum anderen, einfach die Gasmaske, die beschränkte Sicht, die macht mich auch total kirre in der Birne. Die kommen doch sowieso nicht zu mir, weil ich hier oben bin. Komm her! Nein! Da kommt so ein Ball an. Ist wie Cheaten eigentlich, sich hier zu verstecken in der Ecke. Aber soll ich dir was sagen? Das ist mir so scheißegal, ey. Solange ich überlebe, ist mir alles recht. Da 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 da. Jetzt stell mal vor, ich müsste unten irgendwo rumstehen, während das alles passiert. Allein die 80 Millionen Kugeln, die kommen. La 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 la. Lustig ist, dass die wirklich andere Laufroutinen haben anscheinend, beziehungsweise KIs haben vom Laufen her, weil die Rolldinger sich wirklich bedeutend intelligenter fortbewegen als hier die anderen Viecher, die da.
Ich habe keine Lust, darüber zu gehen. Ach, komm schon, ey. Das war's. Zwar voll gefaked, aber egal. Ich bin ja auch gerade sehr unter Anspannung. Zu meiner Verteidigung. Musik, Gasmaske, und weiter geht's beim nächsten Mal, wenn es wieder heißt Let's Play Shadow Warrior hier in Psychotown. Bis dann, euer Doc, ciao!